Alright, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch in das letzte Video von Sator Hugo rein. Zwei Videos geskippt. Warum wärst du mir wieder vorwärts gespannt? Also der Rhythmus kann, muss doch... Will ich nicht sehen! Hallo Nabli für Parlament, da kommt Wabsel Kanon in der Video Jerimo. Sehe ich ganz genauso und genau das gucke ich mir jetzt auch 1:09 an, Digga. Also das gibt nicht, Digga. Wer ist das denn? Warum werden mir Radieschen angezeigt, Karotten angezeigt als Radiergummi, Digga? Und das ist für ein Scheiß. Videosammlung oder was? Ich wüsste jetzt nicht, dass man sich Karotten in den Arsch stecken kann. Kann man doch. Hier, guck doch da mal. Es gibt safe Leute, die sich Karotten in den Arsch stecken. Immer wenn man denkt, sowas gibt's nicht, gibt's sowas zu 100%. Ja. Ja, komm, da ist er hier. Ja. Da ja auch. Ich kann dir einen bestellen, wenn du willst. Der spricht wie, als wäre es so erfahrungsgemäß sein Wissen. Arschbohrer kriegt jeder. Bitte, Sascha. Ich muss in die Gruppe der Unterhaltung. Ich muss in die Gruppe der Unterhaltung. Unterhaltung. Ich bin's. Oh mein Gott. Ich hab die Gruppe für die Unterhaltung. Oh mein Gott. Adison, mach die Meter, bleib spritzig, bleib spritzig. Mandy! Ja, Mann! Oh mein Gott. Bitte ganz kurz 3 Minuten nicht reden, Dua Lipa kommt. Stopp! Hab ich! Nicht reden, Dua Lipa Song kommt. Ich darf nicht reden, weil Dua Lipa läuft. Ja, chill, bis der Baby sein Part kommt. Ey, Sascha. Ja? Ich habe gerade eine Kanalwette gemacht. Ja. Wer gewinnt von uns beiden? Und ich hatte es noch nie, dass jemand, das 0% auf die andere Quote war. Ey, cool, ich habe eine Kanalwette am Start. Ob Robert es schafft, einen Tag nüchtern zu sein. Ich habe 0% auf Jan. Was hast du mich gefragt? Viele Jobs am Tag raus. Was willst du wissen, oder was? Ja. Ich weiß, bei mir werden nur 2 Leute angezeigt. Justin Official und Ex des Alters, Digga. Ist das die Sicht, wenn man bekifft ist? Sieht das dann so aus? So sehe ich ohne Brille gefühlt auf dem linken Auge. Wenn ich nur so gucke, sehe ich so. Nein! Zane, danke für den Subgame. Ich hab FIFA gelöscht. Hä, aber... Indy, wir haben ein paar Probleme. Roat hat FIFA gelöscht. Ich habe eine Frage an Roat. Oder was soll ich... Wie, was soll ich machen? Du hast das Spiel gelöscht! 15 Minuten vor Turnierstart löscht du ein Spiel und du sagst, was soll ich machen? So eine Krawatte. Roat, lass dir Zeit, Bruder. Jetzt, wenn du bis dahin nicht FIFA hast, habe ich dir meinen ersten Ruhig. Mandy! Oh no, hat er verloren gegen Roat? Willi! Ach, ihr spielt Scheiße. FIFA 23 und habt noch nicht den perfekten Rechtsverteidiger. Ist Willi im Game drin? Hey, wie geil ist das denn? Ich habe gestern erst meine Freundin damit penetriert. Aber mit Modell 2. Wir haben im Haus mehrere. Kraft hat er wirklich. Wenn ich mal sehe, wenn du hier was machst. Handwerklich ist er begabt. Ratzack, guck mal, hä? Upsala. So unfähig kann man ja gar nicht sein. Kann ja mal passieren, ne? Und dann sehe ich immer. Dann habe ich hier zum Beispiel eine Fernbedienung, die spricht. So, wunderbar. Oh, ich liebe dich. Die brauchst du auch mal in Schleu, ich sage ne? Grüße am Dritten. Die Frau kriegt nachher... Was zur Hölle ist das für eine Family? Die Gymtastic Massagegun mit dem speziellen Fingeraufsatz. Und dann wird die wieder ein bisschen bearbeitet. Das ist alles, was wir abends machen. So sieht das bei uns heute aus. Den hier. Wir gehen auf Stufe 6. Maximum. Ey, ich sag ehrlich, ich hab das Gefühl, diese Dinger bringen gar nichts. Ich hatte voll die Verspannung im Nacken. Hab das Ding ausprobiert, es hat legit gar nichts gebracht. Also, ich hatte immer noch voll die Schmerzen. Sollte eigentlich schon etwas helfen. Ja, weil ich hatte das Gefühl, ich hatte super Nackenschmerzen. Ich hatte wirklich das Gefühl, 1:1, dass ich immer noch Nackenschmerzen habe. Und verwende es das falsch? Sascha hat das gemacht, weil ich Angst hatte, dass ich meine Wirbelsäule die ganze Zeit mit dem Ding berühre. Es hat null was gebracht. Schieb das auf Sascha, es ist seine Schuld. Das ist es! Ich habe eine Stelle gefunden, die ist ordinär. Das ist eine Drecksau hier, die muss ich lösen. Okay. Huch.
Ich hatte es gerade geschaudert, kurz einmal. Und schon sagt der 40, über ihn schaudert. Ich bin nach vielen Sachen nicht süchtig, wo ich sage, ich bin süchtig. Aber nach Clash of Clans Free-to-Play bin ich böse süchtig. Holy shit. Sitze irgendwie im Banktermin oder so und hol mein Smartphone raus und sage, ich krieg eine wichtige Nachricht, da muss ich mal kurz ran. Die benachrichtigen uns einfach nur, dass mein Bogenschützenturm abgeschlossen ist und ich bringe mein Labor aufs nächste Level. So süchtig. Alter, bin ich ein Clasher. Clash of Clans! Ich bin aktuell gerade auf Madeira. Wenn ihr wollt, mache ich einmal das Fenster auf und schrei richtig laut Clash of Clans. Okay, ich mach. Das sind Trends, Clash of Clans. Hab ich aber auch. Ich bin süchtig, aber eher nach meinem Handy, dass ich voll oft so auf dem Handy chill, am Handy chill. Und dann ich dann gar nicht mehr merke, wenn ich random ans Handy gehe. Clash of Clans! Wir schweifen hier auch ganz krass ab, weil ich weiß nicht, wann ich zuletzt... Also ich finde Birne nicht schlecht, aber wann habe ich denn zum letzten Mal eine scheiß Birne gegessen? Wann kommst du denn mal auf die Idee und denkst dir, oh, ich gehe jetzt los und kaufe mir eine Birne und dann esse ich die? Ja, stimmt. Also Brumme. Das ist ja auch... Brumme! Wenn ihr noch einen Sub habt, einen Prime oder einen Sub gibt, ich würde mich sehr freuen. Tut euch nicht scheuen, ihr werdet es auch nicht bereuen und euch sehr freuen. Patty mit dem Prime, das ist ein schöner Sub, da gehe ich rein. Die Mutter von Control Pots sieht aus wie ein Schwein. Ich habe ein drittes Bein. Dein Schwanz ist klein. Das Bodenlose, weißt du? Ich bin daheim. Das Ding ist, ich kann absolut nicht schreiben. Bei mir ist es wirklich nur Haus und Maus. Ich würde mal die Kimme saugen. Ich kann es gar nicht mehr glauben. Ich werde euch den Verstand rauben. Dann ziehe ich noch ein paar Tauben. Oh, Kuba, was sagst du beim Little Freestyle am Sonntag? Evening, evening. Oh, ist das peinlich, das ist so peinlich, das gucken so viele Leute. Er hatte diese Psychosen schon sein ganzes Leben. Bro, Baseballschläger auf den Tisch. Es ist ein Tisch, Junge, ich sag's, der Tisch von Nokia. Auf den Tisch springen. Sascha hat hier einen krassen Tisch, diesen schwarzen, der hat gesagt, dieser Tisch ist so beständig, also der kann halt einfach nicht kaputt gehen, egal wie fest du drauf haust. Und Sascha hat hier schon richtig auf beim Zocken drauf geknallt und ich dachte immer, gefühlt ist gerade hier ein Erdbeben. War schon einer der nicht so guten Videos, muss ich sagen. Das overall ein L-Video. Ich schwöre, da kann ich wirklich gar nichts mehr einschätzen. Der Typ ist mir ein Rätsel. Tür zu. Es war das Fenster, aber egal. Fenster geht doch kaputt. Was soll der als nächstes das Haus hochjagen, hä? Ich war Problem. Ja, aber der findet keine Wohnung. Kind Nummer 1 auf meiner Schule. Absolut geisteskrank. Das hier ist Noah Z28 vor seiner Streaming-Karriere. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe zu streamen, damit es sich rentiert. Und seitdem ich hinter der Kamera sitze, bin ich normal geworden. Nani! Denk mal, jeder von uns hat schlechte Erfahrungen im Leben gemacht und auch mal eine schlechte Phase im Leben. Aber ich glaube, für mich kann ich sagen, Zocken hat mir extrem geholfen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Bitte nicht, bitte nicht. Marc! Meine Mutter hat mich gefragt, ob du verrückt bist. Nee, ist ganz normal. Oder unter Müdigkeit muss ich scheißen gehen. Oh oh, ich glaube, es ist dringend. Das war wirklich extrem grenzwertig, müssen wir sagen. Aber wann ist Halloween? Am 31. Okay. Warum weiß das jeder? Ist das... Oh, ich wusste es nicht. Da war... Niemand weiß nicht, wann Halloween ist. Oh mein Gott, Mensch. Er hat sich dreimal vor seinem eigenen Spiegelbild erschrocken. Und er guckt links, sieht sein Spiegel, erschreckt sich ultra. Geht nach weiter, guckt nach rechts, sieht sein Spiegel, hat sich mega vor sich erschrocken. So geil, Alter. Bei dem Aussehen kein Wunder. Ja. Ich weiß auch nicht, von Nikolaus. Ja, kann ja sein, wenn er ein Spiegel ist, doch klar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Du erwartest ja, dass er irgendwas steht. Also für Essen gebe ich übertrieben gern Essen aus. Das ist so ein schönes Bild.